Moin Hendrik, Servus. Ah, jetzt haben wir es bald geschafft. Noch wenige Kilometer bis nach Sedin. Das ist wirklich hoch. Aber hier müssen wir noch warten, bis ein anderer Zug den Gleisbereich vor uns frei gemacht hat. Irgendwie ist das Signal oder der Oberleitungsmast hier ein bisschen ungünstig gewählt, Platz her. Da kommt auch schon der 500er Magnet. So, dann dürfen wir hier mal warten. Aber warum geht mein Kettlein nicht an? Wäre jetzt echt mal interessant. Was haben die Leute von DTE da schon wieder verkorkst? Frage, weil das bisschen Licht reicht ja nie und nimmer aus. Ja, plus steht richtig schön in der Kurve. Ah, da kommt ja auch schon der Gegenzug. Den wir warten müssen. Gleich weitergehen. Thank you.
anhalten müssen wir auf jeden Fall. Da ändert sich leider nichts. Also, wunderbar. Und da ist auch schon die Antwort. So ist halt warum. Wir haben vor uns noch einen anderen Zug. Ja. Zum Beispiel mal in den Streckenmonitor reinschauen. Da stehen wir und da ist der andere Zug, der uns jetzt erstmal noch blockiert. Den dürfen wir auch fröhlich daher wackeln. Ja, ein bisschen Verkehr haben wir noch. Auch gleich weitergehen. Weil der Kollege hier vorne drüber ist, ist dann für uns auch ein. Ja, selbst den Zugschluss können wir hier schön sehen dann. Da hinten ist noch.
Ja, die nervige Sifa, die ist wirklich nervig. Aber die letzten 12 Kilometer werden wir das auch noch hinkriegen. Ja, dann dürfen wir jetzt hier mal stehen und warten, bis es weitergeht. Liegt ja nur an der Weiche. Aber wahrscheinlich dürfen wir warten, bis der Gegenzug 16 hier durch ist. Und erst dann kriegen wir unseren Fahrweg gestellt. Sollte also noch ein paar Minütchen dauern. Ah, wir haben schon die Ausfahrt erhalten.
das stimmt jetzt hier nicht, denn ich werde ganz woanders geleitet. Da, wo ich eigentlich nicht hin sollte, da hat der Dispatcher ein bisschen Misch gebaut. Ja, wenn man sich jetzt das mal anschaut, wollte der mich wirklich ins Portal Saarmund Potsdam schicken. Der Fahrweg ist natürlich so nicht richtig, denn eigentlich sollen wir nach Sedin. Ja, da muss ich jetzt erstmal zurücksetzen und dann mal gucken, wie das Ganze gehandelt wird. Hatte ich jetzt so auch nicht, obwohl eine Strecke festgelegt ist, dass er mich dann trotzdem in ein Portal reinjagen will. Aber naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, eigentlich müssen wir hier nach links. Jetzt mal gucken, wie weit wir zurück müssen. Normalerweise bis zum letzten Signal. Hier wäre unsere Weiche. Dann schauen wir mal, wie weit wir zurück müssen. Aber wie gesagt, das hatte ich jetzt echt noch nie. Jetzt ob es so langsam aber sicher auch mal der letzte Wagen kommen. Ja, das sind auch schon meine Loks. Müssen wir uns jetzt natürlich gleich mal anschauen.
Ja, die muss ich wirklich per Hand umstellen. Jetzt sollte der Fahrweg nach Sedin auch wieder stimmen. Ja, jetzt stimmt er wieder. Gehen wir ins Cap und rücken einfach weiter vor. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Yippie. Ich bekomme endlich meinen Feierabend. Zumindest was das Fahren angeht. Sobald ich hier das Szenario fertig habe, geht es direkt weiter im Streckenbau Stuttgart-München. Mein aktuelles Projekt. Über 200 Kilometer je Richtung. Also ich habe noch einiges vor mir. Und ich hoffe, dass ich das fertig bekomme, bevor DTG die Unreal Engine 4 oder zumindest eine 64-Bit-Variante rausbringt und irgendwas nicht mehr funktioniert. Daher gebe ich jetzt Vollgas. Schon wieder halt zeigend, halt erwarten. Schon bei 500 Herzmagnet. Oh, und mich hat es bös erwischt. Gerade noch einbremsen wollen, aber dafür war es schon zu spät. Aber auch hier stimmt wieder mal was nicht. Warum auch immer, musste ich hier wieder mal per Tab anfragen. Ja, also heute ist wirklich der Wurm drin. Zuerst gerade eben der falsch gestellte Fahrweg. Jetzt das Signal hier. Sollte heute wohl einfach nicht so sein.
Ja, da haben wir eine 101er beim Güterzug. Gott sei Dank werden diese 101er vom DDG bald alle abgelöst und in die Tonne gekloppt. Denn VR bringt ja bald seine 101 raus. Da hat die DDG 101, Klammer RSC 101, endlich ausgedient. Wie weit haben wir es noch? 6 Kilometer. Yippie. Kriegen wir auch noch rum. Abbauweise der Endspurt. Gleich haben wir's.
So, womit wir den ersten Teil schon mal geschafft hätten. Oh. Jetzt darf man erstmal abkuppeln. Willi steht auch schon. Ah, eine Drei-Wege-Weiche. Inne-Mene-Mu. Und rechts bist du. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal im Ziel an. Und das war's meinerseits für heute. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch viel Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos, und tschö mit Ö.